Heuer ist es wieder soweit, der Einserhirsch darf erlegt werden. Wir freuen uns schon auf die Erlebnisse, die uns bevorstehen. Zuvor müssen wir allerdings noch von der im Talgrund liegenden Jagdhütte aus einen beschwerlichen Aufstieg von fast 2 Stunden zum Brunftplatz bewältigen. Kurz bevor der Blick frei wird und der Abgrund in den Rotwildkessel weist, können wir die Hirsche schon röhren hören. Das ehsende Kahlwild ist bald ausgemacht. Mit dem praktischen Bierstock kann eine geeignete Auflage für das Spektiv geschaffen werden. Bald ist ein passender Hirsch ausgemacht. Sein Röhren soll den Rivalen und das Brunftrudel beeindrucken. Die Spannung steigt. Heute könnte es passen. Nun soll der vielfältig anwendbare Bierstock Tirol als Auflage dienen. Noch rasch den Mündungsschoner abnehmen und das Gewehr einrichten. Der Hirsch treibt das Tier vor sich her und bewegt sich ungestüm. Noch ist ein sicherer Schuss unmöglich. Nur noch das Gewehr spannen und warten auf den richtigen Augenblick. Doch der Hirsch will einfach nicht seine Breitseite zeigen. So will der gewissenhafte Jäger keinen Schuss riskieren. Die Spannung ist im Nu verflogen und der gute Hirsch verschwindet im schützenden Dickicht. Diese Chance ist vertan, doch wir versuchen unser Glück im nächsten Graben. Gedankenversunken werden die Schritte gesetzt. Die Weite des Berglandes beherrscht das Landschaftsbild. Nur mehr spärlich ist hier der Bewuchs. Weiter unten im Tal meldet ein Hirsch. Noch ist nicht aller Tage Abend, vielleicht klappt es ja beim Abendansitz. Die Windprobe stimmt uns positiv. An einer Geländekante bietet sich ein idealer Aussichtspunkt an. Nebelschwaden ziehen bergwärts und plötzlich beginnt es zu regnen. Der Brunftbetrieb kommt zum Stillstand und die schlechte Wettersituation wird für eine kurze Erholungspause genutzt. Die Hoffnung auf Erfolg schwindet. Der aufkommende Wind bringt immer mehr Nebel in den Kessel und nur mehr schemenhaft erscheint die Umgebung. Plötzlich ist es still. Wir hören nichts mehr von den Hirschen. Es ist beinahe so, als wären sie nicht mehr da. Eine halbe Stunde später ist das Waschküchenwetter perfekt. In meinen Gedanken schweife ich ab und sehe den kapitalen Brunftend vor uns. Hoffentlich gibt es morgen mehr Sicht, dann stehen unsere Chancen sehr gut. Aber jetzt ab in die Hütte, schnell noch etwas essen. Und morgen starten wir noch lange bevor der Tag erwacht und versuchen unser Glück erneut. Als die Silhouetten der Berge immer deutlicher zu erkennen sind, hören wir die Hirsche bereits. Leider lässt uns dies vermuten, dass sie heute unten im Tal brunften und nicht wie die letzten Tage oben an der Waldgrenze. Doch das rasch kommende Tageslicht wird uns bald Klarheit bringen. Als der erste Blick mit dem Spektiv möglich ist, bestätigt sich unsere Vermutung.
Das Brunftrudel und die brunftenden Hirsche befinden sich weiter unten im Tal. Da die Entfernung einfach zu groß ist und ein Anbirschen in diesem Gelände nicht erfolgversprechend erscheint, entscheiden wir uns, dieses Naturspektakel einfach nur zu genießen. Die Brunft ist voll im Gange und hat uns in ihren Bann gezogen. Welch eindrucksvolles Erlebnis für einen Jäger. Aber vielleicht entscheidet sich ja ein brunftiges Tier dazu aufzuziehen. Dann kommt auch ein Hirsch nach. Nach weiteren Stunden des Wartens sehen wir ein, dass selbst nach Nachahmen eines Hirsches kein Stück gewillt ist, auch nur in die Nähe unseres Versteckes zu kommen. Sollte es tatsächlich einem Stück Kahlwild gelingen, sich dem Platzhirsch zu entziehen, warten nicht weit entfernt die Nebenbuhler auf ihre Chance. Da sich heute das Rotwild unten im Tal befindet und wir auch noch einige Stück Gamswild zur Strecke bringen müssen, entscheiden wir uns hier abzubrechen und mit Patrick weiter auf einen passenden Gams weit zu werken. Bereits nach kurzer Birsch können wir uns an ein passendes Stück heranschleichen. Nun sind nur noch die letzten Vorbereitungen zu treffen, um das Stück einwandfrei ansprechen zu können. Eine passende Zweiergeiß ohne Kitz, die würde eigentlich genau passen. Also dann schon mal in Position gehen und alles für einen sauberen Schuss vorbereiten. Zuvor müssen wir noch auf Nummer sicher gehen, dass es sich um eine Geldgeiß handelt. Hoffentlich ist uns der heilige Hubertus gut gesonnen. Die Auflage und die Entfernung passen, der Kugelfang ist auch perfekt. Jetzt bleibt es nur noch abzuwarten, was der Birschführer sagt. Geldgeiß ja, oder hat die Geiß vielleicht doch ein Kitz? Da ist äußerste Vorsicht geboten. Die Entscheidung für den Schuss ist gefallen. Yeah.